Fee, ich bin zu Hause. Oh, ich glaube, das ist ein schlechter Zeitpunkt. Hi, Penny. Was? Bist du überrascht? Nein? Kannst du meine Nägel machen? Penny, ich liebe dich. Lass uns zusammenleben. Zieh bei mir ein. Oh, Fee, danke. Ich bin so glücklich. Willkommen in meiner Wohnung. Wow, es ist ziemlich stylisch. Ich werde meine Sachen verstauen. Oh, da ist Make-up drin. Und hier ist auch alles voll. Und hier. Hier auch. Hey, Fee, wo kann ich meine Sachen verstauen? Da drüben ist ein Kleiderschrank. Mal sehen. Der ist auch voll. Fee, du hast mehr Zeug als ich. Ich bin ein Stylist. Sieh in der Küche nach. Der Kühlschrank ist der einzige leere Ort. Ich muss meine Sachen hier reinlegen. Fee, wie konntest du nur? Was? Penny, sie ist meine Kundin. Ich mache ihr Make-up. Oh, sorry. Meine Freundin wird oft sehr eifersüchtig. Tut mir leid. Penny, wie findest du deine neue Frisur? Wow, mir gefällt's. Ich liebe dich, Penny. Du bist so schön. Oh, noch eine. Und noch eine. Wow, je mehr, desto besser. Hey, ich schicke dir eine SMS. Gib mir dein Smartphone, du Weiberheld. Okay, bin fast fertig. Ich wusste es. So viele SMS von verschiedenen Mädchen? Los, gestehe. Das sind meine Kunden. Alle wollen, dass ich mich um das Make-up und ihre Haare kümmere. Das ist mein Job. Gut, sorry. Ich vertraue dir. Guten Appetit. Oh, ich habe eine Gabel vergessen. Wo ist das ganze Besteck? Gut, dann esse ich eben mit einer Schere. Ich tue so, als wären das Essstäbchen. Heilige Schere, was machst du da? Die Nudeln sind nicht gekämmt. Du musst sie glätten und kämmen. Und du musst auch gekämmt werden. Vergiss es, ich werde einfach essen. Gut, dann kämme ich mir die Haare. Hi, meine Lieben. Heute werde ich ein neues Haarprodukt testen. Oh, das war wohl etwas zu viel. Schatz, die Fernbedienung ist kaputt. Kannst du mal nachschauen? Gut, mach weiter. Gehst du schlafen? Hey. Wo ist Phil? Hi, schaut euch mein neues Make-up an. Wie findet ihr die neuen Trends? Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Phil? Oh, ich muss mich rasieren. Phil, wo bist du? Träume sind manchmal echt verrückt. Oh, das ist sein heiliger Ort. Phils Schminktisch. Ich kann sein ganzes Make-up testen. Parfüm? Wow, ich riech wie eine Blume. Und was ist das für ein Duft? Riecht nach Luxus. Ein Luxus-Haarspray. Oh, toller Glanz. Leidenschaftliche Lippen. Oh ja, hier ist sie. Die beliebteste Lidschattenpalette. Der angesagteste Trend. Ich sehe sie mir mal an. Oh nein! Mein Herz! Penny? Oh, bitte nicht! Der Lidschatten ist zerbrochen. Ich versuche es wieder in Ordnung zu bringen. Es funktioniert nicht. Phil? Was ist hier passiert? Bitte sei nicht sauer. Oh mein Schatz, das gibt's doch nicht. Ich werde das nicht überleben. Nicht weinen. Es wird alles wieder gut. Was? Ich wusste nicht, dass du Federn weinst. Lass uns gehen und uns von ihm verabschieden.
Du warst ein kluger und treuer Freund. Möge dein Geist für immer über den Ozean der Schönheit fliegen. Schatz, heute war ein toller Tag. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Im Laden ist etwas Verrücktes passiert. Penny, pass auf den Teppich auf. Ich habe ihn gerade gebürstet. Und dann konnten wir uns nicht entscheiden, wer das Oberteil bekommt. Es reicht. Hör auf, den Teppich zu quälen. Was? Und dann habe ich ihr gesagt, hier und hier. So, schon besser. Penny, lass uns deine Haare stylen. Ich weiß, was sie stehen wird. Vertrau mir, ich bin ein Profi. Lass uns ein bisschen zaubern. Genial. Perfekt. Und der letzte Schliff. Fertig. Siehst du, dein Gesicht strahlt jetzt noch mehr. Okay, jetzt kannst du mich bezahlen. Danke, Phil. Du willst tanzen? Klar. Phil, du bist endlich zu Hause. Was? Jetzt sind Haare sind das auf deiner Schulter. Betrügst du mich mit irgendeiner Blondine? Penny, entspann dich. Ich habe heute Lady Gagas Haare gestylt. Siehst du? Es sind ihre Haare. Wirklich? Lady Gaga, was sind ihre Haare? Ich behalte sie. Wow, ich habe Haare von einer Berühmtheit. Hey, du bist endlich wieder da. Hm? Was soll das? Wer ist das Mädchen? Es war ein Junge. Ich habe die Haare von Wie, von BTS gemacht. Oh, ich liebe BTS. Ich muss diese Haare in meiner Sammlung behalten. Wer ist das diesmal gewesen? Cardi B. Hier, für deine Sammlung. Hi. Rihanna? Hm? Harley Quinn? Ist das ein Schnurrbart? War das ein Styling von Salvador Dali? Gut, ich behalte die Haare auch. Hier ist meine Promi-Haarsammlung. Ich brauche eine neue Jacke. Wow! Ich will diese hier. Ich werde sie anprobieren. Was für eine komische Farbe. Oh, hier ist mein neuer Kunde. Hey, du brauchst einen Stylisten. Diskutier nicht mit mir. Diese Farbe steht dir nicht. Okay, du hast mich überredet. Tada! Hm? Phil, wo bist du? Na gut. Okay, ich bin fertig. Hier ist dein neues Outfit. Phil, das sieht so schön aus. Und, gefällt's dir? Nein, daneben nicht. Penny, du willst diese Jacke? Ich bin sprachlos. Wo ist die Kassiererin? Ups, du bist es? Wie peinlich. Phil, lass uns essen gehen. Ich bin müde. Warte, Penny. Ich muss mich noch schminken. Wer ist ein Star? Ich bin ein Star. Jetzt noch die Haare. Sie müssen perfekt sein. Phil, es ist schon spät. Lass uns etwas Zeit miteinander verbringen. Nicht jetzt. Ich muss diese Lotion testen. Oh, wow, Phil. Ich bin schwanger. Sieh mal. Penny, ist das dein Ernst? Okay. Hier ist ein bisschen Elektrizität. Was, Penny? Meine Haare. Jetzt bin ich fertig. Was? Wie spät ist es? Penny hat recht. Es ist zu spät. Ich kann mich abschminken. Wie fandet ihr unser Paar? Schreibt uns, ob euer Freund auch so verrückt ist. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst.